Ich bin sehr enttäuscht, weil die Arbeitgeber haben kein verbessertes Angebot vorgelegt. Kein verbessertes Angebot heißt, die haben nicht verstanden, dass wir etwas in der Struktur, das heißt in der Tabelle, brauchen. Wir haben im letzten Jahr deutlich gezeigt, dass wir uns auch besonnen sind, wenn es wirklich dem Unternehmen schlecht geht. Das haben wir in der Corona-Pandemie, hatten wir die Situation, wir haben uns dort zurückgehalten. Und jetzt, glaube ich, muss es umgekehrt genauso sein. Diese Gewinne haben die Arbeitgeber nicht alleine erwirtschaftet, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die den Anlagen das Beste gegeben haben. Die Salzgitterflasche hat ein hervorragendes Ergebnis erzielt, hat massive Gewinne eingefahren, auch für dieses Jahr schon. Und von daher ist der Anspruch der Kolleginnen und Kollegen, jetzt dort auch vernünftig daran beteiligt zu werden. Und das geht nicht mit einer Einmalzahlung. Wir sind bei dieser Tarifrunde in Richtung tabellenwirksame Erhöhung reingegangen, 8,2%. Das ist die Erwartung der Belegschaft. Immer davon zu sprechen, was eventuell wäre und was alles schlecht wäre, bringt uns nicht weiter. Wir sind im Moment in Prozessen. Wir wollen die Transformation nach vorne bringen. Dafür müssen die Kollegen sich auch mit einbringen. Und für dieses ganze Einbringen wollen sie auch was haben. Wenn der Arbeitgeber mit uns zusammen die Transformation möchte, heißt es auch für ihn zusammen. Und das bedeutet Ernsthaftigkeit, ernst genommen zu werden und auch eine Wertschätzung. Und diese Wertschätzungen sind für uns 8,2%. Sie haben gesagt, dass Sie darüber nachdenken müssen. Das ist ja schön und gut. Wir helfen Ihnen beim Nachdenken. Am 1. Juni endet die Friedenspflicht im Stahl. Wir unterstützen Ihren Nachdenkungsprozess, indem wir Ihnen laut auf der Straße mit vielen, vielen Kollegen sagen werden, Sie sind jetzt an der Reihe, Sie müssen ein Angebot vorlegen, Sie müssen ein Angebot vorlegen, das die Tabelle berücksichtigt. Wir müssen jetzt massiv raus, um dem Arbeitgeber deutlich zu machen, dass wir zu 100% hinter unserer Forderung stehen. Und dann, glaube ich, werden die Arbeitgeber nur lernen, dass wir es ernst meinen, wenn wir in voller Wucht rausgehen, und dazu sind wir in Salzgitter auf jeden Fall bereit. Und ich glaube, das ist das richtige Signal. Das bedeutet aber auch, dass im Endeffekt jede Kollegin und jeder Kollege sich vors Tor bewegen muss. Wir müssen alle dafür einstehen, es geht um unser aller Geld. Wir müssen hier wirklich deutlich machen, was wir wollen. Und dann kommen wir auch zu einer Lösung. Wenn nicht, können wir auch mehr. Da zähle ich auf euch, Kolleginnen und Kollegen, gerade im Stahl.